Habt ihr alle ein Bonbon genommen? Ein Fisherman's Friend. Ja, aber ich bin zu schwach. Ach so. Wir sind ja auch zu scharf. Der Kinocast. Ja, hallo, liebe Hörer. Wir sind's wieder, der Kinocast, auf eure Ohren. Ich begrüße auch mindestens einen neuen Hörer, von dem ich jetzt weiß, dass er diese Folge sich anhören wird. Schöne Grüße, Yannick. Aber alle anderen Hörer hallo, sind Yannick. Natürlich auch gegrüßt und ihr habt schon die Mitstreiter gehört. Hallo, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Und hallo, Yannick. Ich bin der Erik, hallo. Jan-Erik. So, wir waren für euch wieder im Kino. Haben da Filme abgecheckt und auch im Heimkino ein bisschen was und Serien und neue Trailer und so weiter. Das bringen wir jetzt euch komplett auf die Ohren. Wir beginnen mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Hier hatten wir den Bonbon-Film Fisherman's Friend. Und zwar, ganz kurz gesagt, geht es darum, dass ein Fischerchor entdeckt wird von einem Produzenten. So. Und dann mehr oder weniger groß rauskommt, kann man sagen, nach einigen Schwierigkeiten. Das ist eigentlich die ganze Story bei dem Film. Dazu kommt noch, dass sich der Musikproduzent so ein bisschen in die Gegend dort verliebt hat und auch nicht nur in die Gegend, sondern auch in eine Frau, die dort wohnt und tätig ist. Und da gibt es natürlich auch noch so ein paar Verstrickungen, weil einer von diesen Fischern, gespielt von James Purefoy, der den King Edward, was glaube ich, gespielt hat bei Ritter aus Leidenschaft, das ist der ihr Vater und der will das nicht mehr mit ansehen, wie seiner Tochter so das Herz gebrochen wird und jetzt kommt wieder so ein Städter und wir lernen dann diese die aus dem Dorf dort kennen, dass sie so ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft sind so, und auch so ein bisschen eigenbrötlerisch und so mit den Städtern nicht so viel anfangen können, auch so mit modernen Sachen auch nicht so wahnsinnig viel, also Handyempfang gibt es da nur an einer Stelle irgendwo am Kai. Und ja, ansonsten, die Städter kommen halt immer mal zu ihnen raus. Manche übernehmen auch irgendwelche Häuser, aber das wird dort auch nicht so gern gesehen. Und ja, jetzt kommt nun dieser Musikproduzent zusammen mit ein paar anderen hin und wollen da so ein bisschen Dampf ablassen bei einem, Dings hier. Junggesellenabschied. Ich bin gar nicht auf den Namen. Hatte immer Ehemann. Junggesellenabschied, ja. Und die machen da so Stand-Up-Paddling oder wie sich das nennt und geraten dann in Seenot, müssen gerettet werden, dann machen sie wieder was und lernen dann so ein bisschen auch die Leute dort kennen und sein Chef sagt dann so, als er die Fischer mal singen gehört hat, ey Mensch, das ist doch richtig gut hier, versuch die mal unter Vertrag zu nehmen, der ist so der Musikentdecker dort in dieser Firma. Und der verarscht ihn eigentlich nur und der macht es aber dann trotzdem, also er merkt das nicht, dass er verarscht wird und erkennt dann halt, dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und ja, ich habe es eigentlich am Anfang schon mit den zwei Sätzen gesagt, darum geht es eigentlich in dem Film. Die Story ist nicht sehr dick, so ein bisschen, ja, man kann es vielleicht vergleichen mit den Stieß, wo halt jemand in eine Gegend kommt, die irgendwie am Anfang total seltsam ist und dann aber doch sein Herz daran verliert. Und so ähnlich ist es hier auch, ne? Ein schöner Film. Ja, Story auf dem Bierdeckel erzählt. Ganz einfach zu sagen, also. Das hast du schon richtig erkannt, ja. Und schöne Musik. Also, man muss dazu sagen, die Story, ja, ist dünn. Allerdings, ich fand die Schauspieler relativ gut, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ich fand die sehr überzeugend in ihren eigenen, in den Rollen. Ich habe das denen echt abgekauft. Das ist so richtige Fischerleute sind, die da so, ihre Shanties singen. So heißt übrigens auch diese Musikrichtung. Falls der Erik da noch danach gesucht hat. Tuppence Middleton würde ich gerne noch erwähnen. Die fand ich richtig, richtig gut in dem Film. Das ist die Tochter. Die fand ich richtig, richtig gut. Die hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Alvin heißt sie im Film, oder Al. Ich glaube, dem Film geht es nicht so groß dick um die Story, sondern es geht wirklich um die Musik da. Und wenn man jetzt wieder überlegt, dass auch dem Ganzen eine wahre Geschichte zugrunde liegt, ist es schon schön. Und ja, sie haben es mit ihren Shanties in die Charts geschafft damals. Mal gucken, ob es im Film auch so läuft. Ich habe davon noch nie gehört gehabt.
Tja. Hattest du davon? Also ich meine, es gab ja diese gregorianischen und sonst was alles. Und ja, gregorianisch ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja, also das ist ja Mönche. Dann gibt es hier unsere Fischersleute hier, Santiano. Seeleute besser gesagt, ja. Ja, aber nee, von denen, na gut, vielleicht ist es auch eher so ein regionales Phänomen, dass das irgendwie britisch, so dieses britische Volkslied gut, was da so nach oben gekommen ist. Das sind halt Seemannslieder. Ja, das eine kannte ich sogar, das mit den, das was er da in der Kneipe. Ja, watch how we do with the drunken sailor, wer kennt das nicht, also. Aber die ganzen Strophen, die kannte ich nicht alle. Irgendwo ja, die variieren auch immer. Es hat auf jeden Fall, ich muss ja dazu sagen, letztens hatten wir der Yesterday, wo ich anschließend im Auto Beatles gehört habe und jetzt tatsächlich beim Heimfahren die nächsten paar Tage in oder der Woche habe ich weiter Shanties gehört und fand es sehr lustig teilweise, weil was da an Musik geboten wird. Und wenn das ein Film schafft, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Fährst du über die Theo Heuss mit offenen Fenstern? Ja. What shall we do with the drunken sailor? Noch nicht mal das, sondern andere gute Songs, die es da eben gibt. Und sehr, mit sehr lustigen Texten. Und du weißt ja, wie war das mit, wir hatten schon ein hübscheres Publikum. Ja, die sind da, wie die raue See so ist, so sind die auch drauf von ihrer Art her. So ein bisschen, ja, vom Charakter her. Und das fand ich aber auch wieder ganz, ganz schön eigentlich. Hm. Und aber, Kate, was sagst du da zu der Musik im Auto? Ich bin noch nicht mitgefahren, aber er hat mir ein Lied gezeigt, das fand ich jetzt nicht so toll. Aber der Film klingt doch schon recht interessant. Okay. Ich musste jetzt sehr genau hin, weil du warst sehr leise jetzt gerade. Ist nicht anders wie vorher. Okay. Also reizt sich auch nicht der Film? Mal gucken hier, als Stieß und so, hat dir das gefallen eigentlich? Doch, ich habe doch gesagt, ich würde ihn gerne angucken. Ah, okay, ja. Ich habe es nicht richtig verstanden. Okay, sorry. Ja, da musst du mal mit in das Nie kommen, ne? Ja, morgen. Ja, da kommen ganz gute Filme. Ja, es kommen manchmal ganz gute Filme. Fisherman's Friends. Ja, ich fand das auch schön dargestellt, dieser Ort so. Und, aber ja, hat mich jetzt nicht so gereizt. Die Musik war jetzt nicht so mein Fall, ist halt Geschmackssache. Also ich höre da immer noch den Yesterday-Soundtrack bei mir auf Spotify. Diese Seemannslieder, das ist nicht so mein Fall. Ich bin nicht so der Maritime da. Doch, hör mal rein, ist schon lustig. Ja, lustig bestimmt, aber ich weiß nicht. Ja. Ja, ansonsten, ich glaube, da kann man gar nicht so viel. Ist einfach ein netter, schöner Film, gut erzählt. Ja, ein Film, der keine wehtut, der einfach Spaß macht. Das ist richtig feel good Comedy, feel good Dramedy. Es war alles dabei, es war teilweise sehr traurig, es war zeitweise echt witzig und gute Musik einfach und deswegen, mich hat es überzeugt. Manchmal hat die Story so ein bisschen so komisch gehüpft dann, wenn sie dann von einem zum nächsten gesprungen sind, aber es waren echt schöne Szenen, wo sie dann in der Bar was gesungen haben mit allen, so erst fängt einer an mit singen und dann singen alle mit irgendwie, so mitten in so einer schickimicki gentrifizierten Bar da irgendwo in London. Ja. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass am Anfang irgendwie da steht, dass es basierend auf einer wahren Geschichte ist, weil dann hätte man es doch vielleicht ganz anders aufgenommen als da. Kam ja aber am Ende. Ja, aber so hat man halt gedacht, oh, so ein Rom-Com-Quatsch, der da jetzt gerade kommt und dann erfährst du am Schluss, oh, das war alles echt hier so. Ja gut, ob jetzt die Rom-Com, ob die da echt war oder ob sie das mit reingeschrieben haben, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, sonst so diese ganze Geschichte von denen. Hätte man doch ruhig mal am Anfang mit erwähnen können, based on a true story oder so. Ja, aber brauche ich nicht unbedingt. Stand überhaupt am Anfang ein Titel da? Weiß gar nicht. Ja, sie haben es glaube ich auch gesagt, wir sind die Fisherman's Friends. Ja, deswegen. Muss auch vorsichtig sein, wo man parkt dort. Das definitiv auch, ja. Also aber warum, das wird uns natürlich nicht verraten. Ne? Fisherman's Friends, ich gucke gerade mal, ob ich deine... Ah, ich sehe deinen Punkt 8. Ja, ich habe 7 gegeben. Ja, passt ja. Das scheint so ein bisschen. Echt? Stand aber eigentlich auch. Du hast sogar 8 reingeschrieben gehabt. Im Dokument steht 8. Nee, das ist noch vom letzten Mal, glaube ich. Ja, ich habe mich noch gefreut. Ich so, hey, wir sehen uns da gleich. Und ja, also auch, ich sag's ganz ehrlich, ich wäre auch bei 7 gewesen. Und ich war bei 7. Aber die weibliche Hauptdarstellerin hat es dann auf 8 gehievt. Ja, das war schön, wie die auch so spröde da mit ihm umgegangen ist und so. Und das hat ihm ja eben, das fand ich richtig gut. Echt cool, ja. Schöner Film. Angucken jetzt gerade so in lauen Sommernächten. Fisherman's Friends. Schönes Ding. Wann startet der eigentlich? Bin wieder schlecht vorbereitet. Nächste Woche? In 11 Tagen steht hier.
Ja, also nächste Woche ungefähr. Müsste irgendwie, ja, jetzt demnächst sein, ne? Liebe Hörer, geht da rein. Fisherman's Friends. Und wie schaut denn die Tipps für morgen aus oder der Hinweis für morgen? Der Hinweis für morgen erstmal, der Tipp für morgen für die Sneak 1011 am 29.07. ist die, das Tanzen liebt. Ich habe ja spontan gedacht, das ist Anna. So, aber der läuft schon. Ja, ich weiß, der läuft schon. Aber Anna, das hätte voll gepasst, weil Anna gab es ja hier mal den Film mit der Tänzerin und so. Aber Kate, was sind denn da für Tipps eingegangen? Es sind genau zwei Tipps eingegangen. Der erste heißt Gloria, das Leben wartet nicht. Auf dem Cover ist eine tanzende Frau. Und dann noch ein Tipp, mein Leben mit Amanda. Mhm. Also Gloria, das glaube ich mit Julianne Moore oder so. Puh, habe ich, glaube ich, so gemischte Sachen drüber gehört. Ja, ich glaube, da geht es darum, dass die auch gerne tanzt, ja. Und das andere, mein Leben mit Amanda. Ach so, ja, mit dem kleinen Mädchen, das habe ich ja getippt, ne? Da war auch irgendwas mit, dass die im Trailer hat die, glaube ich, so getanzt. Naja, mal gucken. Das ist, glaube ich, alles beides nicht so der Riesenkram. Aber vielleicht kommt ja auch was ganz anderes. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir dann was völlig anderes sehen. Ich habe noch was gesehen im Heimkino. Heimkino. Und zwar, ich habe mir hatte ich mir länger schon vorgenommen gehabt, mir den Film zu schauen. One Cut of the Dead. Ein japanischer Zombie-Film. Und ich hatte gerade so einen alten Godzilla-Film nochmal geguckt gehabt. Und da ist mir eingefallen, ach hier, den japanischen, den wollte ich ja auch mal gucken. Ist mir da irgendwie eingefallen, weil da irgendwie einer der Darsteller war, irgendwie der auch da mitgespielt hat. Und man darf eigentlich zu One Cut of the Dead nicht gar so viel sagen. Das ist das Problem, weil da passiert relativ, so nach dem ersten Drittel passiert was, wo der Film so eine völlig andere Richtung einschlägt, der irgendwie sehr, sehr cool wird. Das Problem ist, dass wirklich der Großteil des Films besteht dann aus dem, was nach dieser Wendung passiert. Aber wenn ich diese Wendung verrate, dann ist eigentlich schon zu viel verraten. Also es geht eigentlich darum. Doch mal. Nee, es geht eigentlich darum, dass ein Filmdreh ein bisschen schief läuft. Also man will einen Film drehen in so einem verlassenen Kraftwerk oder sowas, ein Zombie-Film. Und dann geht halt ein bisschen was schief und es kommen echte Zombies. Das ist das, was so im ersten Drittel passiert, was ich verraten kann. Und ich muss aber jetzt noch einen richtig deftigen Teaser setzen. Also das ist nur so halb so geil. Und da habe ich auch gedacht so, naja, das ist jetzt so, ob ich das durchhalte jetzt den ganzen Film über. Aber dann, nach dieser Wendung, und dann macht es noch ein paar Mal so ein paar Abbiegungen und so, da habe ich gedacht, ey, was für eine geile Scheiße. Und das war so lustig dann, also in diesem Teil, den ich nicht verraten darf. Ist einfach total cool gemacht. Ist so ein bisschen so ein Spaß auf Filme drehen, auf wie werden Effekte gemacht, wie werden bestimmte Sachen aufbereitet für einen Film und so. Und das ist so ein herrliches Ding, so ein Spaß, so wie Braindead oder irgend sowas. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wie so die Godzilla-Filme und so. Wer den mal gucken möchte, One Cut of the Dead, kann man sich bei Amazon ausleihen. Oder gibt es vielleicht sogar, ich guck mal, ob man das schon als, müsste ja eigentlich, ne, wenn es den zum Ausleihen, warte mal, ich habe doch hier einen Link reingepostet bei uns. Wenn es den zum Ausleihen gibt, kann man den ja bestimmt auch dann schon als Disc kaufen, wer volles Risiko gehen möchte. Ja, Blu-ray ist 16 Euro. Boah. Siehst du gerade das Cover oder was? Nee, aber 16 Euro für eine Blu-ray. Ja, ich glaube die DVD, warte mal. Für so ein bisschen spezielleres Filmchen finde ich schon mutig. Also. Blu-ray, DVD kostet 9,99 Euro und ausleihen kann man sich für 4 Euro mal. Das habe ich gemacht. Ist aber echt cool. Ist ein cooler Film. Also wer Zombie-Filme mag und auch so ein bisschen den Blick hinter die Kamera, wie gesagt, da wird ein Film gedreht über Zombies und ich kann bloß leider das, was da noch kommt, nicht verraten. Coole Effekte drin, extrem coole Effekte. Also richtig gut gemacht auch. Schöner Zombie-Film. Mal was außerhalb des ganzen, so sagen wir mal, Walking Dead-Universums hier, sondern mal wirklich von Japanern gemacht und auch so mit dieser ganzen Art und Weise und sehr lustig. Also One Cut of the Dead von mir im Bereich Zombie-Film 8,5 von 10.
Ui. Ja, ja. Hat mir echt gut gefallen. Ich habe so einen Spaß gehabt, speziell dann in dem restlichen Teil, den ich jetzt nicht verraten kann. Weil da sieht man dann auch, wie so manche Sachen dann gemacht haben, so Effekte und so, wie die für einen Film aufbereitet werden und so. Aber die Story-Wendung kann ich jetzt mal nicht vorwegnehmen. Das wäre schade. Ja, war das jetzt ziemlich kurz, die Besprechung von One Cut of the Dead, weil ich kann leider nicht zu viel verraten. Dann schauen wir mal lieber, was so Neues im Kino läuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Alle bereit? Ja. Gut. Die Charts. Platz 10 ist Aladdin. Platz 9, 3 Schritte zu dir. Platz 8, Made in China. Platz 7, Abikalypse. Habe ich übrigens von zwei Leuten gehört, das soll gar nicht so schlecht sein. Ja, aber also auf einem niedrigen Niveau, nicht schlecht, sagen wir so. Platz 6, Annabelle 3. Platz 5, die 3 Ausrufezeichen. Platz 4, Yesterday. Platz 3, Pets 2. Platz 2, Spider-Man, Far From Home. Und Platz 1, König der Löwen. Oh. Geht ihr da gar nicht rein? Ihr seid doch so ein bisschen musical-mäßig angetan, oder? Ich kann nicht schon wieder Mufasa sterben sehen. Ich kann es nicht. Oh, jetzt hast du aber gespoilert hier. Es gibt ja auch welche, die kennen den Alten noch nicht. Ich kann das nicht. Ich gucke das im Heimkino, aber nicht im Kino. Rotz und Wasser will ich heulen. Mufasa stirbt. Okay. Mufasa ist der Böse, oder? Ja, ja, genau. War das nicht dieses kleine, was ist das? Das kleine Stinktier da, oder was? Ja, genau, das kleine Stinktier. Ja, dann gucken wir doch mal, was so Neues anläuft. Am 5. und, nee, am was ist das? Sind wir schon im 1. August, 8. ne? Sind wir ja schon im August, da muss man hier mal eins vorwärts blättern. Am 1. August, ja. Darf ich den ersten machen hier? Bitte. Der 6. Film der Eberhofer-Reihe, nämlich Leberkäse-Junkie, läuft an. Und den gucke ich auf jeden Fall im Heimkino, weil, ja, der macht ja gerade so eine Kinotour, wo sie auch mit ihren Leuten reisen, aber die macht sie natürlich nur in Bayern, weil es gibt ja woanders, gibt es ja keine Fans, gibt ja hier nirgendwo einen Podcast, der vielleicht jeden Teil gefeiert hat hier, dass man vielleicht mal nach Stuttgart kommen könnte, wo der ICE auch hinfährt von München aus, nee. Ich verstehe jetzt gar nicht, rund um den Brustring ist nicht aus Stuttgart der Podcast. So, jetzt mach du mal weiter hier. Nächster Film. Genau, Leberkäse-Junkie war das. Ich hätte im Angebot Hobbs and Shaw, also Fast and the Furious Hobbs and Shaw. Fast and the Furious Spin-Off mit Dwayne The Rock Johnson als Good Cop Hobbs und Jason Statham als Bösewicht Shaw. Dummerweise müssen die Streithähne zusammenarbeiten. Ach so, was aber auch. Der eine Trailer sah gar nicht schlecht aus, der andere sah richtig aus. Ja, das ist so. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen noch, weil es sah gar nicht so schlecht aus. Und der Sneak würde ich den nehmen. Tanzen die vielleicht mal irgendwie? Könnte das kommen? Nee. Ah ja, schade. Ach, jetzt habe ich den. Der erste Realfilm von Benjamin Blümchen kommt ins Kino. Ja, mit Heike Makatsch, Friedrich von Thun, Dieter Hallervorden und weiteren. Auf großen grünen Wiese sitzt ein großer Otto. Grauer. Auf der schönen grünen Wiese oder sowas. Dieter Hallervorden spricht bestimmt Otto. Ja, gibt es so einen Otto. Was? Nee, Otto ist sein kleiner Freund. Otto. Oder? Otto. Ja. Otto ist der kleine Freund von Benjamin. Wie ist der Zoodirektor? Ist er nicht Otto? Na, egal. Oh, jo, wir sind da nicht mehr sattelfest, das merke ich hier schon. Aber da mal drauf achten, wie zum Beispiel die Polizei dargestellt wird und auch wie der Bürgermeister dargestellt wird. Das ist nämlich alles Trottel. Ja, Bürgermeister ist sowieso immer der Böse. Das war ja auch bei Bibi Blocksberg immer so. Das war ja immer der Böse. Ja. Die Polizisten sind grundsätzlich immer dumm. Da werden gleich die Kinder dazu erzogen, hier mit der Politik nichts, hier zur Politikverdrossenheit erzogen mit solchen... Ja. Naja, aber Benjamin Blümchen, bei uns durch alle Altersstufen hier im Haus fand jeder den Trailer langweilig und keiner will den sehen. Vielleicht ist es eher was so für die ganz Kleinen. Der ist ja auch ab 0 Jahren und das ist dann auch schön, wenn vielleicht die ganz, ganz Kleinen, die so einen ersten Kinobesuch haben. Benjamin Blümchen, zeig uns deine Welt. Benjamin Blümchen. So, was kommt noch so? Es gilt das gesprochene Wort. Gibt's noch. Die Pilotin Marion lernt im Urlaub Aufreißer Badern kennen. Allen Vorurteilen zum Trotz verhilft sie ihm mit einer Scheinehe zu einem Neustart in Deutschland. Puh. Es läuft noch an, der unverhoffte Charme des Geldes. Eine Gangsterkomödie
über den unbedarften Lieferfahrer Pierre Paul, was ist ein komischer Name, Pierre Paul, der unverhofft zu Geld kommt und schon bald ins Visier von Gangstern und Polizei gerät. Von Denis Arcand, wahrscheinlich französischer Film, ne? Maxime Roy, Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin, klingt sehr französisch. Eine Komödie. Ja, ich hätte noch ein Drama. Immer und her zwar damit. A Love After Love. Ja, nach dem Krebstod des Ehemanns und Familienvaters Glenn, Gareth Williams, sind alle verbleibenden Familienmitglieder am Straucheln. Mutter Suzanne, Andy McDowell, sucht zögernd nach neuer Gesellschaft und trifft sich mit vielen Männern, doch bringt sie so ihren älteren Sohn Niklas, Chris O'Dowd, gegen sich auf. Und so weiter und so fort. Have you tried turning it off and on again? Ja, der letzte Satz der Filmbeschreibung hier ist noch, wie kann die Familie wieder zu ihrem emotionalen Gleichgewicht zurückfinden? Ja. Das alles und vieles mehr sehen wir in Love After Love. Jetzt sind wir mal gespannt, was Chris, dabei rumkommt. Chris O'Dowd, so super der Typ bei IT Crowd, ey. Ich mag das so. So eine geile Serie. Und ja. Der kommt ja irgendwo aus Irland, da waren noch meine Kollegen irgendwie ganz, ganz wild auf den. Die kannten noch alle IT-Crowds. Das war zum ersten Mal, dass ich irgendwo hingekommen bin, irgendwo so ein IT-Crowd-Zitat oder irgendwas rausgeflapst ist. Und sonst immer alle gucken mich ratlos an hier in Deutschland, weißt du. Und dort so, hey, IT-Crowd, yeah, great. I love this show. Und das waren noch nicht mal Amerikaner, die eigentlich alles lieben. Es kommt übrigens auch noch BTS, ein Film, ne? Oder die koreanische Popband. Ja, BTS, Bring the Soul, ja, das the Movie. Muss nicht unbedingt schlecht sein übrigens, ja. Nur mal so. Ja, also für die Fans wird das bestimmt was sein. Tja, dann sind wir eigentlich durch mit den Neustarts. Da war jetzt Leberkäse Junkie, ja, vielleicht, aber nicht im Kino. Kriegen wir bestimmt wieder einen Rezensionsdisc oder so. Zwinker, zwinker, wink mit Zaunsfall. Mir fällt übrigens gerade ein Funfact ein, wo wir gerade von Love und so geredet haben. Ich habe gestern gelesen, das ist spezielle Info nur für Chris, es wird einen zweiten Teil von After Passion geben. Ja. Aha. Ja, es gibt bestimmt ja auch mehrere Bücher, also deswegen. Ja. Oje, oje. Die Bad Boy-Geschichte ist noch nicht rum hier, ne? Geht weiter. Gab es ja auch von dem 50 Shades of Grey, gab es ja auch mehrere. Mehrere ja, es Teile. Gab 51 Shades of Grey. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal lieber, was so Neues im Heimkino dann anläuft, mit dem Heimkino-Neustart. Da müsste nämlich demnächst auch irgendwie After Passion anlaufen. Das habe ich schon in der Zusammenfassung gesehen für August. Also da kannst du ja gerne mal drüber reden. Warum sieht das jetzt bei mir so unübersichtlich aus? Hast du es gerade? Ich habe es schön da, ja. Ah, ich bin auf der falschen Seite. So, wo sind wir denn hier? Da kommt ein guter Film. Ja, soweit bin ich noch nicht. Einen Moment. Ich kann ja mal anfangen. DVD ist ab 29. Juli, also ab 1.8. in dem Fall. Ich hab's. Beach Bum, Komödie. Moondog, Matthew McConaughey ist ein Lebenskünstler, wie er im Buche steht. Davon haben wir gehört und den wollte der Erik auf gar keinen Fall sehen. Du erinnerst dich? Da habe ich gesagt, da gehe ich raus, wenn der kommt. Ja, weil der kommt jetzt auf DVD. Guck ihn doch da an. Alle Podcasts, da kannst du auch rausgehen. Hier unsere Kollegen von Leinwandperlen, die hatten den, die sind glaube ich sogar rausgegangen, also nee. Dann kommt noch eine Blu-ray raus, ich weiß gar nicht, ob das die Serie ist oder der Film, da gab es auch einen Film zur Serie, Gomorra, Reise in das Reich der Camorra. Da gab es ja auch die Serie auf Netflix, glaube ich. In den italienischen Provinzen Neapel und Caserta herrscht die Camorra. Ja, wird wahrscheinlich der Film sein zur Serie. Kann sein. Könnte sein. Dann haben wir Mia und der weiße Löwe. Kann ich mich erinnern, wir hatten den ein paar Mal in Kinocharts drin. Der ging, glaube ich, ganz gut im Kino. Oh, dann kommt ein Film für mich. Das ist ein Film, oh, da habe ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, ey, da lief irgendwie nachts auf ZDF in irgendeiner Reihe hier das kleine Fernsehspiel oder irgend sowas. Oh, da konnte ich danach so schlecht schlafen. Wenn die Gondeln Trauer tragen, kommt jetzt nochmal raus. Und da gibt es sogar eine Limited Soundtrack Edition und eine Limited Steelbook Edition mit 4K Blu-ray. Kennt ihr den Film? Nein. Nee, ne? Nee. Gar nicht. Was geht's da? Ah, das ist irgendwie so ganz, ich habe nur so diffuse Erinnerungen, ich weiß nur, ich
oder irgendwie ganz. Da hier steht Unfalltod der kleinen Tochter. Da fährt irgendwie so ein Paar nach Venedig und dann stirbt irgendwie das Kind und das ist alles dann so psychomäßig und die suchen das dann und kriegen so irgendwie mit Julie Christie und Donald Sutherland irgendwie. Und das war alles so suspekt und so surreal und so ganz, so gruselig irgendwie. Puh, also, aber echt gut gemacht. Wir hatten ihn eigentlich gedreht, steht es hier irgendwo? Nicolas Roeg. Ja. Weiß nicht, was hat er noch so gemacht? Oh Gott, kenne ich alles nicht. Hexen hat er noch gemacht, sehe ich gerade, das kenne ich. Naja, weiter. Ich hätte noch Willkommen in Marvin im Angebot. Ah. Der wird mich dann doch interessieren, also den würde ich schon gerne noch sehen. Hatten wir den mal getippt irgendwie oder wie war der? Ja, der war öfters mal als Tipp dabei, das mit Steve Carell. Und der wohl in seine eigene Welt flieht. Also ja, genau, der dann so Zinssoldaten oder sowas, ne? Mit irgendwie genau, Zinssoldaten bemalt, ne? Dann läuft noch. Ja, auch die Barbie-Puppen und so Zeug, deswegen. Dann läuft noch ein Juli mit Y. Carlos ist ein wildes Kind, das alles über das Leben weiß auf den Straßen. Das alles, was es über das Leben weiß, auf den Straßen Havannas gelernt hat. Doch sein Vater Pedro, selbst Sohn einer Mutter, die noch als. dann hört ihr uns. Sohn einer Mutter, das ist schon überraschend. Sohn einer Mutter, weißt du. Die noch als Sklavin in den kubanischen Zuckerrohrplantagen ausgebeutet wurden. Du bist doch der Sohn deiner Mutter, ey. So, was haben wir denn hier? Doch sein Vater, der als Sohn einer Sklavin auf der kubanischen Zuckerrohrfeldern aufwuchs, erkennt das außergewöhnliche Talent seines Sohnes, den er nach dem afrikanischen Kriegsgott Juli nennt. Okay. Schwere Verletzungen zwingt ihn zur Tanzpause. Ja? Erik, weißt du, wie man Deutschlehrer auch nennt? Deutschlehrer? Deutschlehrer. Nee. Korrekturensohn. Ach so. Ja. Wie lernt man, wie nennt man Mathelehrer? Mathelehrer? Ja, ich weiß es nicht. Das war eine Frage des Raums hier. Okay. Ja, dann sind wir mit den Heimkino-Neustarts durch. Und ich habe ja hier auch ein bisschen was reingeschrieben zum Thema News und Trailer. Habe ich doch irgendwie mal einen Jingle gehabt, wenigstens hier diesen Ersatz. Jingle, den hier. Sneak Preview. Hattet ihr die Gelegenheit, euch mal den Zombieland 2 Double Tap Trailer anzuschauen? Das ist sehr lustig, während mein Hund gerade hinter uns austickt. Ich wollte den reinstellen, da habe ich ihn gesehen, dass du ihn reingestellt hast. Also, du hast den auch gesehen, okay. Ja, definitiv. Also fassen wir mal zusammen. Emily Blunt ist wieder dabei. Dann natürlich Woody Harrelson. Emma Stone. Emma Stone. Oh Gott. Emma Stone. Emma Stone, ja. Sag mal. Sag ich doch. Abigail Breslin. Hab ich doch gesagt. Woody Harrelson. Genau, Woody Harrelson. Wer nicht mehr dabei ist, Jesse ist Eisenberg. Bill Murray ist nicht mehr dabei. Doch, Bill Murray ist aufgelistet. Ja, vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Regie führt wieder Ruben Fleischer, der auch schon beim ersten Teil Regie geführt hat. Und ich habe lange gehofft, dass der erste Teil irgendwie mal so eine Fortsetzung erfährt oder dass es irgendwie weitergeht, weil das mag ich eigentlich immer, wenn so diese Endzeit-Atmosphäre ist, so dieses, ja, es ist alles im Arsch, jetzt können wir eigentlich machen, was wir wollen. Und ich glaube, das treibt dieser Trailer sowas von auf die Spitze. Also wir sehen dann die Leute, wie sie dann im Weißen Haus sind, weil da eben ja auch keiner mehr ist. Und sich das Weiße Haus irgendwie zu eigen machen und da im Präsidentenstuhl rumsitzen. Und dann ist irgendwie ein kleiner Story-Arc drin, dass sie irgendjemand suchen müssen, ne? Und dann entdecken sie doch noch ein paar weitere Überlebende, ne? Und da habe ich ja meinen Liebling aus Silicon Valley entdeckt, aus der Serie. Und auch noch der Luke Wilson spielt auch noch mit. Ey, schon wo Luke Wilson kam, dachte ich, nee, geil, ey, wie geil ist das denn? Luke Wilson ist dabei. Und dann kommt auch noch so Dings hier, wo ich Thomas Middleditch oder wie der heißt, aus Silicon Valley. Ey, ich habe so gefeiert. Ich dachte, boah, das muss ich sehen, so schnell wie möglich. Wie ging es euch da? Ja, durchaus. Ich auch. Also ging mir auch so. Ich fand es mega gut. Also auch die Slow-Mo-Aufnahmen mit Zombies niedermetzeln und so. Und der Rasenmäher. Mähdrescher und so. Ja, genau. Mähdrescher, genau. Herrlich. Ich hatte damals, jetzt bin ich mir bloß nicht mehr sicher, ob das schon in Stuttgart war. Ich hatte ihn in der Sneak. Ich weiß bloß nicht mehr, ob das in den ersten Teil. Könnt ihr euch erinnern, ob ihr ihn in der Sneak hattet? Bin mir nicht mehr sicher, boah, ich habe keine Erinnerung mehr. Also der war 2009, kam der raus. Jetzt kann das sein, dass das vorher war oder bevor ich hier runtergezogen bin. Kann gut sein, dass wir den auch in der Sneak hatten. Noch nie gesehen habe.
Was, du hast den ersten Teil noch nie gesehen? Ich glaube nicht, nein. Also, Kate muss an dieser Stelle diesen Podcast für immer verlassen. Das gibt's doch nicht. Das bis sie den Film nachgeholt hat. Was heißt denn hier, Kate? Das ist deine Pflicht, ihr die guten Filme auch mal zu zeigen hier. So quasi wie man könnte ja fast meinen, sie kommt aus Ostdeutschland, hat nicht alles gesehen. Ja, genau, ne? Wir hatten ja nichts. Ne? Nach dem Krieg in Vietnam. Muss dann wie bei dem einen Film hier dann so Klemmen in die Augen machen, dass die Augen so aufbleiben, ne? Ja. Stanley Kubrick war das, der eine Film. Ja, dass sie den Film sieht. Nee, aber Zombieland ist echt Spaß. Also vor allem, ich war gerade so irgendwie in diesem Zombie-Spaß-Modus, als ich den japanischen Zombie-Film dann, also als hätte das irgendwie so, flog das durch meine Timeline, hey, Zombieland, neuer Trailer. Das gibt's doch jetzt nicht. War gerade mit dem einen fertig, ne? Guck den an. Oh nee, ist der geil. Zombieland 2, Double Tap. Und am Anfang gleich ein richtig geiler Witz drin, den sie wahrscheinlich nicht ins Deutsche übersetzen können. Ja, mit dem Nut. Mehr sag ich jetzt nicht. ja, also das ist das eine. Und jetzt werfe ich das Mikrofon mal zu euch. Jetzt haben sie ja für das MCU, für die Phase 4, diese ganze, ihr habt ja bestimmt diese grafische Zusammenstellung von den Logos gesehen. Aber natürlich. Ich kenne jetzt einiges davon nicht, was mich da erwarten würde. Jetzt hoffe ich mal auf eure Fachkompetenz, dass ihr mir mal sagt, auf was man sich da besonders freuen sollte, kann. Oder Moment, was kennst du jetzt davon nicht? Da war irgendwas drin, irgendwas mit so einem Fragezeichen hinten dran, wie so eine Frage gestellt, irgendwie Mystery. Wahrscheinlich die Eternals kannst du wahrscheinlich nicht. Eternals, doch der Name fiel ja mal irgendwo. Das sind ja die, waren das nicht dann, wo nur die Frauen? Ach, du meinst What If? Ja, What If, was ist das zum Beispiel? Oder das ist das ein so Platzhalter? Eine animierte What Serie If ist eine Serie. Sein. Ah, okay. Ja. So eine What If hat eine Serie, das sind die ganzen, ja, ganzen Stars aber auch schon drin. Das sind quasi, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so Geschichten. Hey, was wäre, wenn dessen das anders ausgegangen wäre? Ah, okay. Das heißt, ja, was ist, wenn nicht Thor den Hammer gehabt hätte, sondern jemand anders, oder? Ja, so ähnlich. Ja, oder wie? Nah dran. Also, was mich ein bisschen interessiert, ist Shang-Chi, dieses chinesische da, oder ja, wo sie ein bisschen den asiatischen Markt abzielen. Da habe ich schon Positives davon gehört gehabt. Dann mal, ich hab's jetzt vor mir. Was ist WandaVision? Das ist der Vision-Film oder was über die. Nee, das ist auch eine Serie. Auch eine Serie. Die kommt auf Disney Plus und diese Wanda, also die. Ach Gott, scheiße, wie heißt sie richtig? Wir wissen ja, wie du meinst. Die rote Romanoff, die Frau Romanoff. Romanoff, genau. Genau. Ja. Die Serie passt dann wohl zum Doctor Strange-Film, zum zweiten, zum Multiverse of Madness, wenn ich es richtig gelesen habe. Da habe ich übrigens gehört, das soll eine Horrorversion werden. Ja, ein Horrorfilm ab 13. Nee, das soll schon ein bisschen, also Deutschland sollte schon ein bisschen 16 und so. Es ist ja PG-12, ist in Deutschland meistens 16. Ja, es soll auf jeden Fall düsterer sein, das ist schon richtig. Spannend. Für mich natürlich als alter Bogenschütze Hawkeye der Film. Da, sicher, dass es ein Film ist? Oder du meinst hier, das sind alles Serien, was Disney Plus ist? Ich glaube, das meiste, was auf Disney Plus kommt, ist nämlich Serie. Ah, okay, also wenn wir jetzt von Kinofilmen reden, reden wir also nur von Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Multiverse of Madness und Thor Love and Thunder. Spielt das wahrscheinlich. Ja, wobei das Logo von Thor Love and Thunder ist der. Ist der absolute Hammer. Und ja, da wird es ja dann den weiblichen Tor geben. Ach so. Spoiler. Ja, ja. Ist ja auch schon bestätigt. Sieht so ein bisschen 80er-mäßig aus, ne? Das Logo, finde ich. Die haben doch auf der Comic-Con den Hammer übergeben. Und es bestätigt, wer der nächste Tor wird. Wieder Hintergrundwissen hier. Hammer übergeben. Muss halt noch ein bisschen Comic-Con verfolgen. Das ist ja der Hammer. Sozusagen. Naja, ja, also an sich. Also Disney Plus, wenn die jetzt auch noch so die ganzen coolen Serien bringen, also das ist dann sowieso wieder ein Muss, würde ich sagen, dass man sich das irgendwie noch mitklickt. Vielleicht dann zugunsten von Magenta TV oder so. Keine Ahnung. Kann man dann das abbestellen und nicht mehr dritte Liga gucken. Ja. Witzig, bei uns ist gerade andersrum. Wir überlegen, Sky zu kündigen. Obwohl Sky geht auch, wenn man mit denen ordentlich handelt, kriegt man einen Top-Preis, ich kann mich nicht beschweren. Ich darf nicht drüber reden über meine Konditionen, aber die sind
Sehr, sehr gut. Müssen wir wohl auch mal machen. Die sind, ja, du musst halt kündigen und dann rufen die dich ja zigmal an. Da sagst du, oh nö, ist mir alles zu teuer und ich brauche hier noch The Zone und dies und das und Magenta und so. Und dann wartest du ab und dann so beim so ganz kurz vorm Kündigungstermin, dann machen sie dir am meisten richtiges gutes Angebot. Und ich liege jetzt da preislich in der Netflix-Region. Ne? Mehr sage ich jetzt nicht. Oh, nice. Ja. Jo. Habe aber auch keinen Receiver, weil ich habe einen eigenen da. Das ja, hab wir haben mit. Ja den Fest, die Festplatten, 2 Terabyte. Jo. Nun. Okay, also freuen wir uns eigentlich auf fast alles. Vielleicht mal so die Hörer sind da aufgerufen. Vielleicht habt ihr irgendwie so was Besonderes oder habt noch zu irgendwas was gehört, was ihr uns noch gerne teilen möchtet, dann schreibt es als Kommentar auf kinocast.net oder sendet uns einen Audiokommentar. Ich habe noch eine Serie geguckt. Ich? Ja. Serien. Ich rede jetzt hier einfach mal oben drüber. Ha, ich habe eine Serie geguckt. Ja, das ist sehr selten. Ja. Sehr selten, aber der geneigte Hörer wird sich erinnern, dass wir schon vor einigen Ausgaben mal über den Trailer gesprochen hatten, der mir auch schon sehr, sehr gut gefallen hatte. Es handelt sich um die Serie The Boys. Läuft gerade aktuell auf Netflix. Kann man komplett gucken, die erste Staffel. Und weil nee. Die erste... Amazon. Boah. Meine ich ja, Amazon. Ja, auf Amazon läuft die und man kann die komplett gucken. Und weil das so ein Riesenerfolg war jetzt schon, haben sie gleich mal die zweite bestellt. Also das müssen jetzt in den wenigen Tagen, wie die Serie online ist, müssen schon so viele geguckt haben, ist ein Riesenerfolg. Und ich weiß auch warum, weil mir gefällt es auch wahnsinnig gut. In The Boys geht es darum, dass ein junger Mann, der, ja, schlendert so mit seiner Freundin lang, als plötzlich, also er hält noch so ihre Hände und so, sie gucken sich in die Augen und in dem Moment macht's wuff und ihm spritzt Blut ins Gesicht und was ist jetzt los? Er hat ihre Hände noch in der Hand und er sieht dann, dass ein Superheld, so eine Art The Flash, sage ich jetzt mal, durch seine Freundin quasi einfach durchgerannt ist mit irrsinniger Geschwindigkeit und da einfach nichts als Matsch mehr übrig geblieben ist und er kennt so seine Freundin schon seit ewigen Zeiten und das, ja, das nimmt ihn dann schon sehr mit, auch dass dieser Superheld diese Superheldin, die es dort gibt, diese sogenannten Seven, die sind alle auch so ein bisschen abgehoben. Da gibt es so eine Art Captain America-Verschnitt, der heißt hier Captain Homeland. Dann gibt es so eine Art. Nur Homeland, oder? Oder Homeland, ja. Dann gibt es Wonder Woman. Die Homelander. Oder Homelander. Homelander. Noch hier, genau. Homelander. Dann gibt es Queen Maeve, so eine Art Wonder Woman oder weiß nicht, so. So die Ivy. Ja, so die Art. Dann, mich hat sie mehr an die andere, an die Xena Warrior Princess erinnert. Ja. Dann gibt es The Deep, so eine Art Aquaman. Dieser Flash, der heißt hier A-Train, weil er halt so schnell ist wie ein Zug. Und dann gibt es noch so eine Art, hier, also der eine heißt Black Noir. Wie ist der andere? Black Shadow? Nee, wie hieß er? Black. Nee, Black Noir. Black Panther. Black Panther, genau, der ja, echte. Black Panther, klar. Ja. Und die ganzen werden so, die sitzen in so einem Hochhaus. Da ist die Zentrale, was so ein bisschen auch aussieht wie die Avengers-Zentrale und wie die Stark Corporation, irgendwie so ein bisschen, ist alles so leichte Anlehnungen da dran. Und man kann auch so, also die verwalten auch diese Superhelden und diese 7 Superhelden, das sind halt so die absoluten Top-Superhelden, die großen Stars, die kriegen auch Filme und sonst was. Also Ähnlichkeiten zu echten Sachen, die in der echten Welt passieren im Disney-Konzern, sind rein zufällig. Das sind total gewollt. Ja, die haben auch Merchandise und Puppen und sonst was alles und auf Cornflakes-Packungen und wie auch immer. Ja, dann gibt es auch viele so, ja, so kleinere Superhelden, die jetzt nicht so ein großes PR-Trubel außenrum haben und die können auch zum Beispiel verkauft werden, wenn jetzt irgendeine Stadt sagt, oh, wir haben hier so ein Image-Problem, so ein PR-Problem, keiner will zu uns. Und dann können die sich zum Beispiel für so 200 Millionen Dollar so einen Superhelden in die Stadt holen, dass dann die Leute sagen, hey, wir haben hier den Superhelden XY. Pro hier, Monat. Ja. Ach, pro Monat war das sogar? Hey, das ist ja eine ganz schöne Summe, ey. Ich dachte für 3 Jahre oder sowas. Dachte ich auch. Ja, das war für Exklusivvertrag für 3 Jahre für 300 Millionen Dollar pro Monat. Aber das Gute ist, dass sowohl die Zahl als auch die Dauer völlig irrelevant ist für die ganze Serie. jedenfalls der junge Mann, der ist dann halt total zerstört. Sein Vater,
wird ja gespielt von unserem hier Simon Peck. Simon Peck hier, Hot Fuzz und Shaun of the Dead und sonst was alles. Und der versucht ihn immer so ein bisschen aufzubauen und irgendwann kommt dann auch mal die Firma zu ihm, will sich da entschuldigen mit einem Scheck und er sagt, nee, ich will aber wenigstens mal eine Entschuldigung haben, das passiert aber nicht. Und ja, parallel dazu lernen wir dann noch so eine Truppe kennen, die Carl Urban um sich geschart hat, den wir kennen zum Beispiel aus Star Trek, hat er ja mitgespielt oder bei dem, wie ist der, das Remake von dem Sylvester Stallone-Film Judge Dredd, genau, da war aber hinter der Maske. Der hat so eine illustre Truppe um sich geschart, die auch so irgendwas Komisches vorhaben. Er sagt selber, er wäre vom CIA und wir erfahren dann erst relativ spät, was da wirklich dahinter steckt. Soweit seid ihr bei weitem noch nicht, deswegen werde ich da mal nicht so viel erzählen. seid ihr schon da, wo der eine Superheld in nähere Fänge gerät, oder? Die erste Folge endet damit. Okay, ja. Also die, das haben wir jetzt geguckt. Die erwischen einen von den sieben, nämlich den, der sich unsichtbar machen kann und wollen den dann halt auch verhören. Soll ich da noch jetzt den Witz erzählen? Translucent heißt der übrigens. Ich kann euch den schönen Witz erzählen. Ich erzähle nachher noch den Witz, Entschuldigung. Okay. Ja, und wir erfahren dann, dass die Superhelden gar nicht so toll sind. Weil die haben durchaus auch so ein bisschen ihr Eigenleben und die eine junge Dame, die wir kennenlernen, die auch so ein bisschen super Fähigkeiten hat, die möchte gerne in diese Seven reinkommen oder überhaupt in diese große Corporation. Man kann sich da bewerben, da gibt es dann so Castings und sonst was alles. Und einer von den Superhelden sagt dann zu ihr, ja, du hast dich ja hier beworben. Ich kann das ein bisschen forcieren, deine Bewerbung. Musst mir dann aber für einblasen, ne? Und da sagt sie dann so, Also sie ist da nicht so angetan von der ganzen Geschichte und wir erfahren dann aber, dass sie es dann doch macht und wir erfahren dann auch, dass der nicht so der einzige Superheld ist, der irgendwie seltsame Moralvorstellungen hat und gerade so, je weiter man nach oben geht in der Hierarchie, die haben alle ziemlich, laufen die ein bisschen neben Weg und haben da alle so ihre Dinge, also es ist auch nicht so, dass sie einfach so Leute retten, sondern die bekommen teilweise so Skripte geschrieben, was sie genau machen sollen, damit das alles passt für Instagram und sonst was alles, wenn dann die Leute die filmen und dann gibt es dann auch ein paar Situationen, wo sie eben auch mal nicht helfen, weil sie eben irgendwie keine Lust haben oder keine Zeit. Und wer da wirklich halt Ambitionen hat, wie diese junge Dame, die dort in diese Gruppe hereinstößt, werden dann relativ schnell vor den Kopf gestoßen, was dort eigentlich tatsächlich abgeht, bis hin, dass sie dann wirklich ihr normales Superheldenkleidchen, was sie da hatte, dann aufgeben soll und dann irgendwie so ein total sexy Kleidchen anziehen soll. Und ich will mal nicht zu viel verraten in dem Ganzen. Wie gesagt, der junge Mann, der auch noch auf der Suche ist nach dem Mörder seiner Freundin, die da von diesem A-Train, der hat dann auch ja noch die Rechnung offen. Ein paar andere haben auch noch mit diesen Superhelden Rechnung offen und ja, so entwickelt sich dann die ganze Serie halt auf eine ziemlich geniale Art und Weise, wie ich finde, weil zum einen ist ganz, ganz viel so satirische Seitenhiebe drin, auf dieses aktuelle Superhelden-Universum, was es da so gibt und so erfrischend, die Leute mal so ganz normal zu sehen und nicht immer nur alle nur super top und auch so die Gewaltdarstellung, dass da eben wirklich kein Blatt vor den Mund genommen wird und alles gezeigt wird und da gibt es dann später noch, muss ich überlegen, dass ich nicht zu viel verrate, kommen sie in Kontakt mit einem Superhelden / eine Superheldin, ich will mal nicht zu viel verraten, deswegen sage ich nicht, wer es ist, Und er oder sie hat dann, bringt wirklich die Leute auf fieseste Art um. Der wird total zerfleischt und zerrissen und das siehst du dann alles, ne? Also es ist wirklich echt heftig, was da so geboten wird. Auch sprachlich gesehen, was da so läuft. Auch was dann teilweise die Superhelden für absurde Fantasien haben und ausleben und was da alles so passiert. Das ist absolut krass. Soundtrack ist voll geil. Das ist irgendwie in jeder Folge irgendwas drin, wo ich sage, yeah, das passt jetzt gerade wieder voll wie die Faust aufs Auge. Und gefällt mir total gut. Ich bin schon bei Folge 7 oder so und ich bin ja normal nicht so der, der so schnell alles durchguckt. Außer es gefällt mir wirklich gut und das hat mir echt wahnsinnig gut gefallen und gefällt mir immer noch. Ist jede Folge wieder ein Highlight. Wie sieht es bei euch aus? Ihr mögt ja eher ähnlich, so die cleaneren Superhelden. Ich bin noch nicht durch. Ah, okay. Ja, aber wir sind ja noch nicht durch. Also wir haben jetzt die erste Folge, ich habe die erste Folge gesehen und ich finde es auch sehr, sehr cool. Also es macht sehr, sehr Spaß. Und ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Das ist schon eine witzige Idee dahinter und
deswegen, die kann man ruhig mal weiterverfolgen. Ich finde es ganz cool. Also, ich will mal ein bisschen anteasern, ja, damit ihr dranbleibt, weil es lohnt sich wirklich. Da gibt es dann eine Folge, das ist, glaube ich, die sechste oder so. Da sind sie auf so einer Art Comic-Con. Und das sind ganz viele echte Leute, die ihr kennt, die dort Cameo-Auftritte haben, die sich selber spielen. Ja, dann ist eine Folge, da wird der Aquaman, nenne ich ihn mal, kriegt dann plötzlich sein ökologisches Bewusstsein und meint, er müsste irgendwie Delfine schützen oder sowas und will so einen Delfin retten aus dem Delfinarium und sonst was. Und, es ist total absurd, was da so teilweise passiert. Und unser junger Mann, der wird dann auch, wie heißt der eigentlich, der Schauspieler? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich immer sagt der junge Mann, wie ist denn der? Wer ist denn eigentlich im Film hier? Der, dem das passiert hier. Huey? Ist das Jack Quaid, ja. Huey Campbell, genau, Jack Quaid. Guck mal hier. Der wird dann nachher noch mit eingespannt für diverse geheimdienstliche Missionen und da soll da irgendwelche Wanzen da irgendwo unterbringen, so mitten im Superheldengebiet und so. Ja. Echt geil. Also wer abgefahrene Superhelden. Also wirklich ganz drastische Gewalt dort zu sehen. Da ist Deadpool zahm dagegen. Das ist eher hier, weiß nicht, wie One Cut of the Dead oder so. Was da so abgeht. Also gerade wenn dann auch unser Captain America, nenne ich ihn mal, Homelander, wenn der dann mit seinen Laseraugen irgendwelche Leute zerschneidet dann und so. Ja. Jawohl. Angucken. The Boys auf Amazon Prime. Absolute Empfehlung von mir, von euch. Teilweise Empfehlung, weil ihr habt ja nur eine Folge gesehen. Ja, das, was ich gesehen habe, fand ich gut. Und Kate, achso, du hast noch gar nichts gesagt. Was fandst du es eigentlich so? Ja, interessant. Erste Folge ziemlich gut. Ich will auch weiter gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich ohne Chris weiter gucken darf. Ja, ich gucke jetzt noch Orange is the New Black fertig, die neue Staffel. Und dann, das sind nur noch anderthalb Folgen. Und dann werde ich definitiv hier The Boys weiter gucken. The Boys, ja. Super. Ja, mal sehen, wie weit ich noch komme. Vielleicht holst du mich dann irgendwann ein, dann können wir. Na, ich habe jetzt Urlaub eine Woche. Oh, na da. Gefühlt bin ich morgen fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wolken das hat, aber. Na, das sind schon. Moment, das kann ich dir sofort hier oder auch nicht sofort sagen. Das sind. Ich glaube, ich nur 8 oder 9, oder? Das sind. Das steht natürlich keine Nummer, warum nicht? Muss ich jetzt hier zählen bei IMDb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, aber die geht jedes Mal so dreiviertel Stunde, Stunde, ne? Ja, aber dann bist du ja gleich fertig. Ich muss ja nur alle gucken. Na? Ja, aber heute werde ich nicht mehr dazu kommen. Ja, aber egal. Dann gucken wir mal in unserem Briefkasten, gucken, was da so los ist. Briefkasten. Denn ich kann mich erinnern, dass da irgendwas kam. 3 Kommentare sehe ich hier, jawohl. Der Supergoofy hat nämlich geschrieben, er hatte das mit dem Fortsetzung folgt doch etwas falsch verstanden. Er dachte, ich bin da gänzlich weg. Nee, wie gesagt, ne, dadurch, dass ich jetzt noch so ein, ich habe ja eigentlich die technische Unterstützung, ich bin ja so sogenannter Podcast-Pate von, da gibt es ja diese Podcast-Paten und da kann man sich ja bei mir melden, wenn man wissen will, wie das so geht und so, gerade wenn man anfängt. Und da habe ich damals diesen VfB-Podcast rund um den Brustring ein bisschen technisch mit unterstützt und so. Und der junge Mann, der den leitet, der wird jetzt Papa und deswegen muss ich da jetzt ein bisschen mehr machen, muss den ihre Sachen auch aufnehmen und so weiter. Deswegen muss ich da ein bisschen mehr Fokus gerade drauf legen und jawohl, was hat er hier noch geschrieben? Achso, zeitlich macht das keine Sorgen. Okay, also nichts Fachliches hier, nichts zum Film, gar nichts hier. Naja, wer weiß. Haben wir noch so? Ach ja, Sonstiges hat man hier noch. Dass Rutger Hauer gestorben ist, habt ihr mitbekommen, oder? Ja. In meinem Lieblingsfilm mitgespielt, haben auch sehr viele dieses Zitat gebracht aus Blade Runner, wo er damals diesen berühmten Satz gesagt hat. Ja. Sehr schade, wieder mal eine gegangen. Und eine News habe ich noch. Unsere liebe Station Voice hier, der Daniel, der hier solche Sachen immer einspricht, wie das hier. Games. Ja, jetzt kommen wir natürlich nicht zu Games. Ich wollte es jetzt nur mal als Beispiel. Der Daniel, der hat jetzt einen richtigen Moderatorenjob bekommen im Vogtlandradio. Also wer das hören kann im Vogtland oder im Online-Stream. Ich habe ihn auch schon mal
gefragt, wann er mal eine Sendung hat, dass ich da mal reinhören kann, weil ich glaube, einen ganzen Tag kann ich da nicht hier den Sender hören. Auch mal ein paar andere Sachen hören und Spiele anhören und so. Aber vielleicht lasse ich den mal nebenbei mitlaufen. Also wer da aus der Region kommt, Vogtland oder so, Thüringen, Sachsen oder so, mal reinhören, Vogtland Radio, unser Daniel hat da eine Sendung jetzt. Oder mehrere, glaube ich sogar. Wie ist das da? Ja, bestimmt. Wie viele Moderatoren hat so ein Radio? Chris, du hast doch mal beim Radio gearbeitet. Das kommt drauf an, wie groß das Radio ist. Ja. Und wie viel. Vogtland. Keine Ahnung. Radio. Achso, ich muss. Und wie oft die, was die senden, ob sie nachts so Musik laufen lassen, ob sie ein Nachtprogramm haben, ob sie da irgendwas von der ARD übernehmen oder. Das ist ja also. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Es gibt einen Online-Stream. Oh. Kommt gerade was Deutsches hier. Hab ich gerade gehört. Okay. On-Air-Mikrofon jetzt gerade der Tobias Kirsch und der Jörg Ursprung. Also nicht unser Grüße Daniel. An dieser Stelle. Ja, unbekannterweise. Oh, die Website ist ja, boah, grenzwertig. Muss man aufmachen, vogtlandradio.de. Oder hat er bei mir ausgesehen, die Mobile-Webseite im großen Browser geöffnet ist. Der hat ja so riesen Kacheln hier. Puh. Boah. Ist es bei euch genauso oder ist es nur hier? Ich habe es nicht offen, deswegen keine Ahnung. Ach so. Ah, okay. Schöne Grüße an den Webmaster. Dann schaue ich mal, was so bei uns bei Amazon bestellt worden ist in der vergangenen Woche über unsere Affiliate-Links. Wenn ich nicht gerade den Tab dazu benutzt hätte, um Vogtlandradio aufzumachen, könnte ich das auch sofort tun. So, hier. Auf geht's. Also, liebe Hörer, ihr könnt ja zum Beispiel unsere Amazon-Affiliate-Links nutzen auf der Webseite. Irgendwas bestellen, dann kriegen wir eine kleine Provision und davon ernährt sich das Kinocast, der Kinocast wie ein Eichhörnchen. Hat zum Beispiel jemand bestellt ein TP-Link WLAN Repeater N300. Vielen Dank dafür. Eine, was ist das? Clocks Herren Pantoletten Hausschuhe. Für Männer nehme ich an. Und ein MFI zertifiziertes iPhone Ladekabel. Ja, nee, drei Stück, Entschuldigung. Drei Stück. 10 Fuß, 6 Fuß, 6 Fuß. Nee, 2, 4, 5 sogar. 2, ja. 2x3 Fuß, 2x6 Fuß und 1x10 Fuß. Wo steht das eigentlich in Fuß hier bei uns auf der deutschen Seite? Naja. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die sich hier wiedererkannt haben mit euren Sachen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann entweder mit monetären Spenden, zum Beispiel findet ihr auf kinocast.net links oben. Gibt es einen Button, danke für eure Unterstützung. Findet ihr diverse Möglichkeiten von Bitcoin über PayPal, über Auphonic, wo ja immer noch vom Ronny die, wo wir immer noch die davon zehren von der letzten Spende. Oder ihr nutzt dann halt einen der Affiliate-Links. Und wenn ihr nichts spenden könnt oder möchtet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder die frohe Kunde weiterverbreitet, dass es hier den Kinocast gibt. Anderen Leuten sagt, wie man das hören kann. Klick, klick, klick. Wird schon wild geklickt im Hintergrund. Wird schon, ja, natürlich. Muss ja wird gucken. Schon geteilt hier. Wird schon die Welle losgetreten hier. Ja. Ja, aber hallo und wie? Ja. Und wie? Okay, dann sind wir eigentlich durch soweit. Wenn ihr nichts mehr habt, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Sehr tschüss. Ciao. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast.